Zwar brauchen wir da erstmal wieder eine kleine Definition. Und zwar führen wir zwei Begriffe ein und die sind jetzt relativ wichtig. Müssen Sie gut aufpassen. Das eine ist der Begriff der Entscheidbarkeit. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon ganz kurz gesagt. Und das andere ist der Begriff der Akzeptanz. Es kommt dann noch ein dritter Begriff, Berechenbarkeit. Das hatten wir beim letzten Mal schon ganz kurz, was das bedeutet. Jetzt geht es erstmal um diese beiden Begriffe, Entscheidbarkeit und Akzeptanz. Ja, Entscheidbarkeit heißt einfach genauso umgangssprachlich, wie man das im täglichen Leben verwendet. Naja, ich habe irgendwie eine Entscheidung, die ich fällen muss. Ich habe zwei Alternativen, entweder ja oder nein. Ja, schwarz oder weiß. Genauso ist das hier. Bezogen auf die Turing-Maschine heißt das. Uns interessieren ja immer Sprachen. Wir wollen Sprachen verarbeiten. Das haben wir mit den endlichen Automaten gemacht. Da haben wir die rechtslinearen Sprachen bzw. die rationalen Sprachen verarbeitet. Ja, und wir haben das Wortproblem dadurch gelöst, dass wir den Automaten auf die Wörter der Sprache anwenden und wir dann immer in einem finalen Zustand enden. Und eine Turing-Maschine, und damit wird sozusagen die Sprache entschieden. Ja, weil wir für jedes Wort sagen können, liegt es in der Sprache drin oder nicht. Ja, und sozusagen die Aussage, jawohl, es liegt drinne, haben wir quasi über den finalen Zustand bekommen, die Information. Das ist hier ein klein bisschen anders. Und zwar ist hier die Aussage, eine Turing-Maschine oder eine Maschine entscheidet eine Sprache L. So, falls für alle Wörter gilt, und zwar für alle möglichen Wörter über dem zugrunde liegenden Alphabet, ich gehe von der Startkonfiguration. Ja, die sieht ja immer so aus. Das ist meine Startkonfiguration hier. Ich bin in einem Startzustand, dann irgendwie hier dieses Kreuz, das Eingabewort und dann nochmal ein Kreuz und dann ist da sozusagen der Lesekopf, das hinter dem Wort. Führe ich eine Rechnung aus. So, und ich gelange in den Haltezustand, das ist ganz wichtig. Ja, ich lande auf jeden Fall in dem Haltezustand. Und im einen Fall sage ich ja und im anderen Fall sage ich nein. So, und zwar, ich sage ja in dem Fall, wo das Wort in der Sprache drin liegt. Und wenn es nicht in der Sprache drin liegt, sage ich halt nein. Das sieht jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ist eigentlich genau das, was man so umgangssprachlich unter dem Begriff versteht. Naja, ich entscheide halt etwas. Ich sage ja oder ich sage nein. Wir sagen, dass eine Sprache entscheidbar ist. Ja, falls es halt eine Turing-Maschine gibt, die L entscheidet. Ja, genauso wie wir gesagt haben, eine Sprache ist eine L3-Sprache. Wenn es einen endlichen Automaten gibt, der die Sprache akzeptiert, genauso machen wir das hier auch. Ja, L heißt entscheidbar, falls es eine Turing-Maschine gibt, die die Sprache entscheidet. An anderer Stelle finden Sie dafür auch eine andere Begrifflichkeit. Also wenn Sie mal so das eine oder andere Buch wälzen, dann sagt man auch, die Sprache heißt rekursiv. Ja, ist das gleiche wie entscheidbar. So. Jetzt der Begriff der Akzeptanz. Eine Maschine akzeptiert ein Wort, ja, falls M bei der Eingabe anhält, also in den Haltezustand gerät. Das ist ein bisschen schwächer. Ja, wenn ich jetzt insbesondere auf die Sprache gucke, eine Sprache wird akzeptiert oder eine Maschine akzeptiert eine Sprache, falls für alle Wörter gilt, ja, dass M das Wort genau dann akzeptiert, wenn es in der Sprache drin liegt. Was passiert hier in diesen Fällen, wenn wir ein Wort haben, was in L-Komplement liegt, also nicht in der Sprache drin liegt? Was passiert dann? Die hält nicht an. Die bleibt hängen oder die führt eine Endlosschleife aus. Ja? Und das ist also, sagen wir mal, deutlich zu unterscheiden von dem Begriff hier oben. Entscheiden heißt immer, ich halte auf jeden Fall an. Mit einem klar definierten Ergebnis. Ja? Anhalten mit einem Ja oder anhalten mit einem Nein. Akzeptieren heißt nur, na, im Falle, dass ein Wort zu einer Sprache gehört, hält die Maschine an und sonst halt auch genau nicht. Also ist eine wichtige Unterscheidung. Ja, und genauso wie eben auch, eine Sprache heißt akzeptierbar, falls es eine Turing-Maschine gibt, die L akzeptiert.